Moin moin Freunde und herzlich willkommen zurück hier zum LS19 Gutshofprojekt. Und in der letzten Folge haben wir hier fleißig den Hof sortiert, ein bisschen das Unkraut bekämpft und jetzt sind wir hier wieder auf unserem Feld Nummer 7. Muss ich nochmal kurz nachgucken. Und werden dieses nochmal eben düngen, damit das auf der Düngestufe 3 natürlich oder auf der höchsten Düngestufe ist, damit wir den höchsten Ertrag dann halt auch bekommen werden. Und ja, das geht ja jetzt relativ flott und dann werden wir uns den ersten Missionen widmen, damit wir hier auch genügend Geld bekommen. Denn wir sind ja gerade darauf am Vorarbeiten, dass wir, ja, ich sag mal, wir sind in der Planung für die Maisernte, sag ich's mal so, ne? Wir planen gerade, dass wir ja, die Maisernte angehen können und die BGA füllen können. Und das ist natürlich ein, wie schon gesagt, großer Kostenfaktor prinzipiell, weil, wir halt einfach viel Geld dafür ausgeben müssen. Wir müssen die BGA kaufen, wir müssen die Maschinen kaufen und so weiter und so fort. Und ja, das Geld müssen wir halt erstmal hier wieder reinkommen lassen. Aber das sollten wir nach und nach, denke ich mal, schaffen. Das ist jetzt erstmal so unser erstes Etappenziel. Dazwischen werden wir wahrscheinlich das ein oder andere nochmal zwischenschieben werden vielleicht. Müssen wir mal gucken, aber auf jeden Fall sind wir in der Verfassung und haben eine Idee und der können wir jetzt entgegen arbeiten. So. Oh Mann, ey, ich freue mich echt wieder hier auf der Karte zu sein. Die bringt unglaublich viel Spaß und ihr merkt das vielleicht auch euphorischen mich, weil ich habe halt einfach Bock drauf. Und das, denke ich mal, merkt ihr auch anhand der Folgen, wie sie halt mittlerweile echt auch strukturiert sind. Ich versuche halt immer mir so ein kleines Ziel für die Folgen zu setzen und die ganzen Folgen so ein bisschen auch, so einen Ablauf reinzukriegen, dass wir nicht einfach nur wild irgendwas machen, dass ich ungefähr weiß, was ich erzähle oder was ich erzählen möchte und all solche Sachen. Da gebe ich mir im Moment echt viel Mühe bei und ich hoffe, das schätzt ihr auch wert und oder wisst es zu schätzen. Und lasst mir gerne da auch schon mal einen Daumen nach oben da. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Und sagt es auch natürlich gerne euren Freunden weiter oder empfehlt es weiter, so gesehen. Aber gut, wir sind jetzt hier auch im LS19 unterwegs und nicht bei irgendeiner Werbesendung. Ich muss mal kurz hier nebenbei meinen Hals ein bisschen befeuchten mit einem Schluck Selta. Denn ich rede schon wieder wie am Wasserfall und ich habe jetzt schon ein paar Folgen hinter mir. Jetzt geht das hier auf jeden Fall weiter. Wir sind auch in der fast letzten Phase hier mit dem Düngen, was ich tatsächlich ganz, ganz cool finde. Weil dann, das geht ja relativ flott dann tatsächlich. Ja, wunderbar. Schöner kann es nicht gehen, sag ich mal so, ne? Das ist auch schon wieder Wahnsinn, dass wir jetzt schon wieder in der 7. Folge von diesem Projekt hier sind, meine Damen und Herren. Eine Woche ist eigentlich rum, wenn ihr diese Folge seht. Also sind wir jetzt schon eine Woche auf der Karte. Und für eine Woche, sag ich mal so, haben wir schon ein bisschen was geschafft. Jetzt war nicht so unglaublich viel, aber halt ein bisschen, ne? So, und ich glaube, ist hier wieder Unkraut drauf? Ich hoffe nicht. Nee, okay, gut. Puh. Ich dachte schon, jetzt soll ich wieder anfangen hier mit Unkrautdiäten, aber da habe ich ja gar keine Lust zu. Denn ich möchte jetzt, hier mal was anderes machen. Und zwar fahren wir jetzt mit unserer Spritze zurück zum Hof und parken diese. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann an Missionen tatsächlich machen können. Oh, hups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht so doll dagegen scheppern. So,
Schauen wir mal. Missionen. Ah ne, das ist die Bank. Missionen. Hier können wir Feld 12 sehen. Sojabohnen sehen. Feld 12. Wie groß ist Feld 12 denn? Das ist relativ groß. Da würden wir allerdings 3000 für kriegen. Naja. Da müssen wir Mais sehen. Dafür haben wir nichts. Dünger haben wir auch nicht. Achso, nur Flüssigdünger halt. Feld 11. Ja, das könnte man halt machen, ne? 2000. Ja, 18.000 ernten. Feld 19. Ist wahrscheinlich das größte Feld, ne? Oh, hier unten. Hei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 . Ernten. Feld 1. Das ist eigentlich, ja gut, doch, das ist wahrscheinlich auch relativ groß. Was muss ich denn ernten? Weizen. Hektar. Ja, sollen wir das machen? Komm. Mietvertrag akzeptieren. So, und dann holen wir uns den hier erstmal und fahren zu Feld 1. War das, ne? Ja, Feld 1 ist da ganz oben im Norden. Also quasi in diese Richtung. Mal gucken, ob wir hier Richtung Feldweg rausfahren. Ich glaube, das ist am sinnvollsten, weil mal hier rechts nochmal. Ja, hier hinten raus auf die Straße. Ja, ich glaube, das ist so ein guter Weg und dann da rum. Ja, das sollten wir hinkriegen. Allerdings ist das hier alles ein bisschen eng, aber oh, ist alles nochmal gut gegangen. Hier nochmal ein bisschen durch die Pfütze fahren. Flatsch. So, und jetzt muss ich hier weiter geradeaus am besten. Und dann kommen wir. So, ich habe es dann auch mal geschafft, das Licht anzumachen. Hier nochmal ein bisschen durch die Pfütze. Jawohl. So, jetzt fahren wir hier links. Ah, das ist gar nicht so eine richtige Straße, sondern eher so ein Schotterweg. Also nichts, auf dem uns irgendwie Verkehr entgegenkommen sollte. Würde ich behaupten. Was ist hier denn noch? Hier ist Platz noch für den Hof oder was? Wie geil ist das denn? Hier ist ja noch richtig viel Platz. Ah, vielleicht können wir hier die BGA oder was hinbauen. Warte mal, gibt es überhaupt die BGA schon? Ja, ja, hier unten. Okay, alles gut. So, hier kommt uns jetzt aber dann auch Verkehr entgegen, weil wir jetzt auf der richtigen Straße sind, würde ich behaupten. Aber da vorne begrüßt uns auch schon das Feld 1, also alles kein Problem. Naja, ich sag mal so, ne, das Feld ist doch schon relativ groß. Wenn man so will. Hier ist noch ein schöner Unterstand am Start. Naja, ein bisschen werden wir wohl hier uns vergnügen. Holy shit, ey, das ist ja richtig groß. Ich dachte, das wäre so ein kleines Feldchen, aber Pustekuchen. Verschätzt hat er sich wieder. Kann wieder nicht zu viel kriegen, kann er. Er kann wieder nicht genug kriegen, aber okay. Dann wollen wir mal. Und fangen mal an mit dem Vorgewende, meine Damen und Herren. Ich denke mal, wir streuen das hier einfach hin, weil juckt ja eh keinen. Wir sollen ja nur den Ertrag wegbringen und den Rest, das interessiert uns denn erstmal nicht. Aber ich will ja nichts sagen. Alter Schwede, ey, das ist ganz schön groß. Wie viel kriegen wir nochmal dafür? Naja, fast 4000, das ist okay. Wenn wir das dann halt noch weggebracht haben. Ja gut, dauert jetzt einen Augenblick. Also die nachfolgende Sendung, meine Damen und Herren, ihr wisst Bescheid. Verzögert sich nicht, weil wir richtig heftig sind. Alter Schwede, ey.
So, dann auf geht's auf die lange Bahn. Vielleicht arbeiten wir uns einfach von hier hinten nach da vorne. Das ist vielleicht am einfachsten. Wobei wir vielleicht erstmal eine komplette Runde ringsherum fahren, oder? Ja, läuft auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt mal angenommen, wir setzen jetzt hier den Helfer drauf, ob sich das eventuell vielleicht noch rentiert, aber ich mag es zu bezweifeln, um es eher mal so zu sagen. Ich weiß es nicht, bin mir da nicht so sicher. Aber nun gut, jetzt fahren wir hier erstmal ein bisschen das Weizen ein. Da werden wir auch bestimmt ein paar Mal abtanken müssen. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Jetzt erstmal wieder die kurze Seite. Oh, wo fange ich denn an? Mittendrin? Jawohl. Der Bauer fängt wieder mittendrin an hier. So, wunderbar. Los geht's hier. Naja, so, haben wir auch ein bisschen was vor. Weil ich denke mal, wenn man das Feld selber hat, ne, dann ist das echt eine coole Sache, weil man echt dann ordentlich ernten und ordentlich Ertrag kriegen kann. Oder was meint ihr? Das denke ich mal, wird auf jeden Fall dann relativ cool sein. Aber gut, noch gehört uns das Feld ja nicht und wir sind erstmal auf dem Weg, dieses Feld zu bewirtschaften. Und ja, jetzt werden wir hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen Spaß haben, Freunde. Guck mal, wir sind fast einmal rum und haben schon über die Hälfte von dem Korntank drin, also voll, ne? Obwohl wir noch nicht mal komplett, also wir sind noch nicht mal komplett rum. Also ich denke mal, wenn wir komplett rum sind, sind wir so bei, ja, auf jeden Fall über 70%. Das bedeutet im Umkehrschluss wiederum, dass wir eigentlich gleich mal den Ladewagen holen können. Und den mal voll knallen. Bei den Missionen finde ich das tatsächlich eigentlich ganz cool, dass man halt Sachen direkt ernten kann, ohne sie halt selber anpflanzen zu müssen oder so, ne? Das ist halt tierisch entspannt so vom Ding her. So, zack. Und zack. Hier wieder längs. Ich fahre jetzt hier einfach die nächste. Komm. Was soll der Geiz? Ich drehe hier einfach um und fahre hier gleich wieder rein. Was weg muss, muss eh weg. Ne? Also davon mal ganz abgesehen. Guck mal, wir haben schon 16%. 16% haben wir schon erreicht. Das ist so eine Riesenmission. Ne? Alter Schwede. Alter Schwede, Mann. Tja. Oh, hier muss ich mal ein bisschen rausfahren. Bisschen Obacht. Obacht, Minion. Müssen hier ja auch alles mitnehmen, ne? So, 90%. Ich denke mal, wenn wir oben sind, sind wir voll. Schätze ich mal. Vielleicht auch schon vorher. Aber so wie es aussieht, sollten wir das noch hinkriegen. Ja, 97%, ne, will ich mal sagen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier rum und fahren jetzt hier rum und sind hier fast voll. Sehr schön. Und jetzt holen wir uns den nochmal. Und nehmen uns den Ladewagen und dann bunkern wir den nochmal schnell ab.
Und dann haben wir es. Dann können wir nämlich weiter dreschen. Und zum Glück habe ich einen großen Wagen, Ladewagen geholt, mit dem wir dann auch ordentlich viel Zeug einladen können. Achso, warte mal, ich muss doch hier eh gleich da lang. Ich bin falsch rumgefahren. Shit. Kann ich hier rückwärts, den rückwärts da reinschieben? Ja. Easy, alles gut, alles easy. Alles cool. Und jetzt hier um die Kurve Richtung Feld. Und dann tanken wir den noch schnell ab. Gott. So, warte mal. Hier rum. Hier geradeaus war das, ne? Ja, wunderbar. Und dann links und dann rechts. So war mir doch danach. War nicht irritieren lassen. Wobei, da hätten wir auch lange gekonnt. Dann wären wir nämlich hier rausgekommen. Das wäre vielleicht ein bisschen entspannter geworden, aber egal. So geht das ja auch. Dann fahren wir jetzt hier gleich rechts rum. Schön mit dem schönen Anhänger hier. Das ist echt eine geile Sache. Zack, und hier längs. Das sieht schon echt ganz cool aus, so, ne? Ist halt mega dunkel schon wieder hier. Was soll denn das? So, da steht der Drescher schon am Start klar. Und dann werden wir jetzt hier nochmal eben in den Feldweg abbiegen. Und dann aufs Feld fahren. Zack. Und dann können wir hier abbunkern. Wunderbar. So, ich hoffe jetzt, dass das da reingeht, aber sollte. So, meine Damen und Herren, wir bunkern ab. Passt der Rüssel da drunter? Ja. Wunderbar, guck mal. Gar kein Problem. Leute, ich würde sagen, die Folge ist schon wieder vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, vielen Dank fürs Dabeisein und bis dann. Tschüss.